Man könnte sagen, am dritten Weihnachtstag. Wir lagen am Heiligen Abend in Bereitschaft, weil wir vermutet haben, die wissen ja, dass wir da, die haben eine eigene Weihnacht, die Russen, erst im Januar. Aber es hat sich rumgesprochen, heute Nacht greifen die an. Die haben nicht angegriffen. Und wir wurden dann nochmal verlegt, einen anderen Frontabschnitt. Und dann war der erste Weihnachtsfeiertag, da weiß ich noch, da war eine SS-Einheit in der Nähe. Die haben drin einen Christbaum gehabt. Ich wollte mal da rein, aber die haben mich. Die haben uns so ein bisschen. Die SS war schon ein bisschen abgeschlossen. Also wir waren da einfache Soldaten, die haben mich nicht reingelassen. Und dann wurden wir wiederum verlegt und da kam ich ja in eine Gegend, wo eine Telefonzentrale war. Ich vermute, dass da ein Stab war, ein Generalstab, weil da lagen Papiere, geheime Staatssache, lagen rum. Das heißt, die Russen hatten ihre Armee von Osten, nachdem sie gemerkt haben, die Japaner greifen uns nicht an von da hinten, hatten schnell ihre Armee in diesen Raum gelegt und die haben dann auch die ersten Stäbe verjagt. Also die müssen vor lauter Angst, waren wahrscheinlich höhere Offiziere, alles liegen gelassen haben. Und da wurden wir reingeworfen. Ja, und am dritten Weihnachtstag, da setzte die Stalinorgel ein. Die hatten, das waren so, das war ein Salvenschützen, fürchterlich. Da kamen, die schießen also nur bis zu etwa 3, 4 Kilometern. Die konnten nicht so, keine Artillerie, aber die Granaten, die machten einen, ich würde sagen, der moralische war größer als der eigentliche Schaden. Die krepierten oben in den Bäumen, wir lagen im Wald, aber sie kamen nicht. Und am anderen Morgen, ich war am Schlafen, und auf einmal da knallte es draußen. Da waren die Russen drumherum. Und da sind so einige, der Leutnant, und da waren noch so ein paar Offiziersanwärter, die haben also, das will ich jetzt nicht sagen, darüber spricht man nicht gerne, sich verteidigt. Und dann haben wir einen, hat der Leutnant gesagt, wir müssen durch. Und jetzt hatten wir die Parole vergessen. Es gab bei der Militär jeden Tag eine Parole, damit man Freund und Feind erkennen kann. Und wir haben dann aber die Parole geschrien, weil da auch Deutsche waren, die schon wieder in den Durchbruch schon wieder einen Gegenstoß machen wollten. Das ist eine militärische Sache, der Gegenstoß. Und da haben wir unsere Parole raus, also ich auch. Und dann sind wir rein, sind wir raus. Und der erste, der Offiziersanwärter, der merkte ich, wie er eins sagte, der zweite sagte ein. Ich habe mich dann erst mal in den Schnee fallen lassen, da waren wir erst mal geschützt, 40 Zentimeter, aber da konnte ich nicht weiter. Und dann bin ich alleine weiter, die beiden waren tot, konnte mich auch nicht, musste mein eigenes Leben retten. Der Leutnant, der war noch hinter mir. Und dann bin ich alleine los und auf einmal merkte ich, dass ich in einer Maschinengewehrgarde war. Und zwar, die Russen hatten jede 10. Schuss war Leuchtspurmunition und die haben dann gestreut. Und auf einmal hatte ich eine Verwundung. Fiel mein Gewehr runter, ich habe vollgepackt mit Handgranaten, hatte Gurte um. Ich habe alles weggeschmissen. Stahlhelm nicht, Gasmaske, die Gurte, das war alles schwer. 5, 6 sogenannte Eierhandgranaten und bin zurück. Einfach ins Blaue, nur zurück. Ich wusste ja nicht, was ist da hinten. Und dann war so nach so 300, 400 Meter, da traf ich wieder so ein paar Lanzer, Soldaten. Da ist ein Hauptverbandsplatz.
Nein, nicht Hauptverbandsplatz, Feldverbandsplatz. Hauptverbandsplatz war schon mit Ärzten bestückt. Feldverbandsplatz, da waren eigentlich nur Sanitäter, die einen verbunden haben. Und das blutete. Und da haben die gesagt, Blut abbinden, hier oben. Und dann haben sie uns dann gesammelt, Feldverbandsplatz, nur Sanitäter, kein Arzt dabei. Die Ärzte sind in Kaluga, ihr werdet heute Nacht zurückgefahren. Und kam tatsächlich ein deutscher Omnibus mit, war ein rotes Kreuz drauf, das hätte aber im Ernstfall auch nichts genutzt. Und dann kam ich nach Kaluga und da wurde schon amputiert, manche. Und die haben aber gesagt, wir können hier nichts machen, wir müssen Kaluga räumen, nur verbinden. Sonst wäre das, das haben mir später Ärzte gemacht, wenn ich in Kuren war, kriegsbeschädigt in Kuren. Das waren damals 40-jährige Ärzte, die waren als Stabsärzte vorne, die haben auch gesagt, normalerweise wäre das wohl amputiert worden. Da muss was los gewesen sein.